Herr Präsident, vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Hampel. Meinen Sie eigentlich, dass es im deutschen Interesse ist, im Interesse deutscher Außenpolitik, dass sich Kollegen Ihrer Fraktion mit dem Massenmörder Assad treffen? Und meinen Sie eigentlich, dass Ihre Fraktion sich da in eine Position begibt? Ja gut, ich meine, Herr Kollege Gauland, die Treffen haben ja stattgefunden. Sie interessieren sich ja für Fragen des internationalen Rechts, weder wenn es um die Krim geht, noch wenn es um den Syrienkrieg und den Umgang mit Herrn Assad geht, interessieren Sie sich ja für Rechtsfragen, die Sie uns hier immer vorhalten, hier würde Rechtsverletzungen in Europa und in Deutschland stattfinden. Sie sind in einer Position, Herr Kollege Hamm, Sie sind in einer Position, wo Sie in Ihrer eigenen Fraktion mal dafür Ordnung sorgen sollten und dafür sorgen sollten, dass nicht mit diesen Massenmördern verkehrt wird, bevor Sie uns hier moralische Vorhaltungen darbieten hier im Deutschen Bundestag. Ich glaube, das wäre angebracht. Ich möchte dem Außenminister sehr herzlich danken, der sich an diesem Sommer mehrfach auch zu internationalen Fragen schriftlich und mündlich geäußert hat, ihn im Übrigen ermutigen, das des Öfteren im Plenum des Deutschen Bundestages zu machen. Aber ein großer Erfolg, Herr Minister, für uns alle insgesamt ist in der Tat die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen im Sicherheitsrat. Das wird zwar turnusgemäß von Deutschland beantragt, dass das aber gelingt und dass das mit einem so guten Stimmenergebnis gelungen ist, ist ein Erfolg unserer Außenpolitik. Und ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes und Ihnen, Herr Minister, dafür herzlich danken und Ihnen gratulieren und auch zu den Auftaktworten sagen. Die CDU-CSU-Fraktion unterstützt Sie bei der Arbeit im UN-Sicherheitsrat und ist sich gewiss, dass auf uns große Aufgaben international zukommen. Die haben Sie richtig beschrieben. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem Auftakterfolg. Sie haben zu Recht gesagt, dass wir, und ich will das in der Beschreibung nicht wiederholen, Antworten finden müssen auf ein Verhalten der Vereinigten Staaten, was wir in der Vergangenheit, jedenfalls in der Person des Herrn Präsidenten, nicht so kannten. Und Sie haben zu Recht gesagt, darauf muss Europa reagieren, darauf müssen wir multilateral reagieren und den Multilateralismus hochhalten, aufrechterhalten und dafür etwas tun. Das ist abstrakt alles in Ordnung. Aber es wird natürlich alles auch konkret, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und auch da müssen wir darüber sprechen, ob wir uns dann noch so einig sind und ob auch wir bereit sind, das, was konsensfähig ist, mitzutragen. Wenn man für Multilateralismus ist, dann ist man ja unter anderem dafür, dass die NATO erhalten bleibt. Und dann muss man die NATO unterstützen. Und da darf ich in Erinnerung rufen, mit Genehmigung des Herrn Präsidenten, Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, mal zitieren, der, finde ich, ganz treffend im letzten Spiegel gesagt hat, wenn wir die NATO erhalten wollen, dann ist es falsch, wenn wir mit gentlemanartiger Nonchalance so tun, als wäre das 2-Prozent-Ziel von uns nicht beschlossen worden. Zitat Ende. Wir sind aufgefordert, dieses 2-Prozent-Ziel für 2024 zu erreichen. Und ich muss feststellen, auch die Regierungsfraktionen kontrollieren die Regierung, die sie selber gewählt haben und unterstützen, dass die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung, und die wird heute diskutiert, dem 2-Prozent-Ziel in keiner Weise entspricht. Und dazu sage ich, wir als CDU-CSU-Fraktion erwarten, dass hier nachgebessert wird. Wir fühlen uns diesem Ziel ernsthaft verpflichtet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Zweite. Wenn wir sagen Europe United, ja, dann darf das nicht voraussetzen, dass das nur nach unseren Maßstäben geschieht, sondern dann müssen wir auch akzeptieren, dass andere Maßstäbe anlegen. Da geht es zum Beispiel um die empfindliche Frage von Rüstungsexporten. Ich werde auch andere Fragen ansprechen, die uns betreffen, meine Fraktion mehr. Und da muss man sich schon fragen, ob das Europe United ist, wenn wir sozusagen vorgeben, dass es eine restriktive Rüstungspolitik gibt, die andere befreundete Staaten wie beispielsweise Frankreich und England in dieser Form nicht mitmachen wollen, ob das sozusagen unsere Vorstellung von Europe United sein kann. Nein, dann müssen wir auch bereit sein, an dieser Stelle eigene Positionen aufzugeben und die auch in Frage zu stellen. Und das gilt in der Tat auch, das muss man sagen, auch für die schwierige Frage, das will ich zur Sache sagen, eines möglichen Giftgaseinsatzes in Syrien. Das ist eine der schrecklichsten Waffen, die die Menschheit kennt. Und wir müssen aber auch jede politische Regung unterlassen, die Herrn Assad irgendwie nur ermutigen könnte, dieses Giftgas noch einmal wieder zum Einsatz zu bringen. Und deswegen muss die Entschlossenheit und das Zusammenstehen des westlichen Bündnisses hier außer Frage stehen. Die Vereinigten Staaten,
und unsere engsten Verbündeten in Europa, England und Frankreich, haben erklärt, dass sie hier Reaktionen folgen lassen würden. Und dann darf Deutschland nicht von vornherein sagen, wir machen da mal wieder nicht mit. Das, Herr Minister Maas, wäre nicht Europe United. Da müssen wir dann auch zusammenstehen. Herr Kollege Dr. Wadefuhl, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Linksfraktion. Ja. Vielen Dank, Herr Wadefuhl, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja jetzt hier bezüglich der Rüstungsexportpolitik so einen Widerspruch zwischen Ihrer Fraktion und der SPD-Fraktion und dem Außenminister aufgemacht. Ich verstehe Koalitionsverträge so, dass sie definieren, was man gemeinsam in einer Koalition machen will. Und in Ihrem Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD verabredet, dass keine Waffen mehr an die Länder exportiert werden sollen, die am Jemenkrieg beteiligt werden, und dass diese restriktive Rüstungspolitik künftig auch auf europäischer Ebene gemacht werden soll. Hier haben Sie jetzt das Gegenteil beschrieben. Ist das ein Abschied vom Koalitionsvertrag? Weil dann müssen wir Sie damit auch nicht löchern, dass Sie Ihren Koalitionsvertrag einhalten, wenn Sie ihn hier aufgekündigt haben. Oder wie ist das zu verstehen? Sie wissen, dass ich weder die Kompetenz noch die Absicht habe, den Koalitionsvertrag in Frage zu stellen. Ich weise nur darauf hin, dass man nicht das Ziel vorgeben kann, auf europäischer Ebene enger und geschlossener zusammenarbeiten zu wollen und gleichzeitig den europäischen Partnern, unter anderem auf dem Umweg über den Koalitionsvertrag, meint vorgeben zu können, was sie dann mitmachen sollten oder nicht mitmachen sollten. Wenn Deutschland, und da gebe ich dem Außenminister recht, und das ist, glaube ich, auch Konsens über viele Fraktionen hinweg, wenn Deutschlands Zukunft entscheidend von einem geeinten Europa abhängt, dann muss Deutschland, die Koalition und alle anderen politischen Kräfte in Deutschland wissen, dass man da auch deutsche Meinungsbildung zum Teil unterordnen muss und sich auch an anderen orientieren muss. Und dann darf man nicht sagen, wir machen Europe United, aber nur das, was bei uns für richtig, politisch richtig gehalten worden ist, sondern dann müssen wir auch wissen, dass es in Europa, auch in anderen Politikfeldern, da könnte ich die Flüchtlingspolitik nennen, da kann ich auch die Fiskalpolitik in der Europäischen Union nennen, das betrifft unterschiedliche politische Kräfte hier im Haus. Ich weise nur darauf hin, wer Europe United will, muss auch bereit sein, deutsche Interessen dem dann unterzuordnen, sonst ist er kein echter Europäer. Das ist meine Meinung dazu. Und deswegen bringt es uns relativ wenig weiter, wenn wir nur sagen, wir sind für ein geeintes Europa und stellen den SWIFT in Frage, der, glaube ich, kurzfristig überhaupt gar nicht ersetzbar ist, sondern dann müssen wir uns an die schwierigen politischen Fragen auch heranmachen und versuchen, dort auch Einigkeit herzustellen. Mein letzter Punkt ist, natürlich sind wir alle für ein stärkeres Europa und werden dafür alles tun, aber gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika auch Abgrenzung zu zeigen und zu sagen, wo wir einen anderen Standpunkt halten, ist auch richtig. Aber den Vereinigten Staaten von Amerika ernsthaft rote Linien aufzeigen zu wollen, sagen zu wollen, wir würden sie ausbalancieren, das heißt, das, was sie an Sicherheit für Europa erschaffen, könnten wir in irgendeiner Form auch gewährleisten, halte ich offen gestanden für vermessen. Die Amerikaner, Vereinigten Staaten von Amerika, haben uns mit anderen vom Nationalsozialismus befreit. Sie waren es entscheidend, die deutsche Wiedervereinigung geschaffen haben. Sie sind unser größter und wichtigster Wirtschaftspartner in der Welt, nach wie vor, bei allem, was wir an der Handelspolitik zu kritisieren haben. Die Vereinigten Staaten im Ernst gewährleisten, dass Europa frei ist, noch heute. Und die Sorgen und Nöte, die Sie angesprochen haben, Herr Minister, russische Rechtsverletzungen und auch chinesischen Machtanspruch ausbalancieren, das können am Ende nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Und deswegen sollte unsere Freundschaft und unsere enge Partnerschaft zu Amerika bei alledem nie infrage gestellt werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wadefuhl. Als nächstes spricht für die Freien Demokraten der Kollege Michael Link.